Wiederholung muss rausgezwungen werden. Ey. Aber gut, zwei Tage noch. Zwei Tage noch. So Leute, jetzt kurz nach vier und wir sind tatsächlich endlich im Auto und auf dem Weg. War letzter Tag in Good Old Germany. Heute Morgen noch mal ein bisschen Cardio und Rückentraining am Mittag. Und jetzt bin ich hier mit meinem Assistent, Coach, Jobmanager, Best Friend Tony on the road. Ab geht's nach Holland zum finalen Check mit Grandma, aka Trainer vom Hell, aka Sybil Peters, Oma, was auch immer, sie hat so viele Namen. Sind noch 650 Kilometer, also wir haben noch eine Weile zu fahren, aber wir sind gut vorbereitet. Essen ist da, Trinken ist da. Das ist mein letztes Trinken für den heutigen Tag. Ich habe es eingefroren, ein halber Liter, damit ich es nicht so schnell wegsüffle. Toni isst mir vor, was ich nicht essen darf, weil der soll dick und rund werden. Aber keine Sorge, ich hole auf, sobald der ganze Scheiß hier vorbei ist. Und ja, bis später. So, guten Morgen mal wieder. Toni sagt guten Morgen. Morgen. Wir haben jetzt 9. Ich kann nicht mal mehr die Uhrzeit lesen. Wir sind eigentlich die ganze Nacht über zur Sybil gefahren. Haben die dann mehr oder weniger aus dem Bett geklingelt und kurz vor 12:30 haben bei der Sybil keine Aufnahmen gemacht, weil die schon im Pyjama war und alles. Und das wäre einfach ein bisschen zu privat gewesen, aber war gut. Wir haben viel gesprochen, wir haben den Plan erstellt für die nächsten 3 Tage und sind zuversichtlich, dass das noch besser wird. Ja, jetzt sind wir hier. Es sieht brutal aus. Nein, Sybil hatte andere Worte dafür. Sybil hatte schon noch Kritik für mich übrig, aber Toni lobt mich, Toni schützt mich. Ja, jetzt sind wir hier am Airport in Amsterdam. Unser Flieger geht aber erst um 11.45 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, können jetzt in Ruhe frühstücken. Ich zeige euch mal kurz, was wir zu essen so haben. Das da ist meins. Das kriege ich. So ein ganzes Tagesessen eigentlich. Dieses halbe Häufchen Elend Wasser. Und ja, ein bisschen Wurst. Und der Toni, der gönnt sich. Der gibt sich hier einen leckereren Riegel als den anderen. Der hat nochmal ordentlich im Bodytrainer-Shop eingedeckt sich. Ja, schau mal, wie er grinst. Der trinkt auch die ganze Zeit und geht Pipi machen, was ich alles gar nicht mehr kann. Ich bin vertrocknet, ich war nicht einmal auf dem Klo, seitdem wir unterwegs sind. Doch, vielleicht einmal, das war's. Aber so ist halt, ja, das ist der Unterschied hier. Diät, Off-Season. Geistergesicht, normales Gesicht. Ja, wir melden uns später wieder. Bis dann. Peace. So, wir schon wieder. Jetzt sind wir tatsächlich endlich im Flugzeug angekommen. Wir haben es 11:30 und sind in 10 Minuten in London. Ich vertrockne immer noch. Toni isst die ganze Zeit und trinkt neben mir und fühlt sich pudelwohl. Lebt mir vor, wie ich es in ein paar Tagen auch wieder machen werde. Sonst geht es uns natürlich super gut. Wir haben mega viel Platz in unserem gigantischen EasyJet-Flieger. 5-Sterne-Deluxe. Und eine harte Nacht. Die Nacht war super entspannt, auch 5 Sterne. Wir sehen uns wieder, sobald wir in London sind. Servus mal wieder. Peace. Immer noch wir zwei. Immer noch auf der Reise. Wieder ein Stückchen schmaler. Sitzen in irgendeinem verkackten Zug. Irgendwie Richtung London, Zentrum. Irgendeine Victoria Bridge, glaube ich. Von da aus müssen wir uns dann irgendwie durchbeißen zum Hotel. Kriegen wir auch noch hin. Wir haben ja nichts zu tun. Wir müssen heute ja nur irgendwann im Hotel ankommen. Nochmal nichts essen und nichts trinken. Ich schon. Und ein bisschen ausruhen. Aber kriegen wir alles rum. Mal einen kleinen Blick aus dem Fenster, damit ihr uns auch glaubt. Na toll, Bäume. Aber das hier sieht schon ganz schön englisch aus. Überall. Steingebäude, oh, wie es halt klischee-mäßig in England ist.
Natürlich ist das Wetter auch grau, anders kann es ja nicht sein. Aber wir sind voll motiviert. Voll motiviert. Wir haben uns jetzt für die letzten Meter ein Taxi gegönnt, weil wir keinen Bock mehr haben. Umsteigen, aussteigen, Zug fahren, einsteigen, Ticket kaufen, falsch fahren, wieder von vorn. Deswegen sind wir jetzt hier im Taxi, haben wirklich Glück, haben einen super netten Fahrer. Der erzählt uns noch so schöne Geschichten über Gott und die Welt. Und wir stehen natürlich im Stau, wie auch sonst, aber wir kommen dem Ziel näher und sind voller guter Dinge. Und jetzt schicken wir nochmal einen schönen Gruß an M ins MI6-Gebäude. Hey. So, und wir sind da. Toni ist hungrig. Und wie? Ich bin durstig, aber wir haben es geschafft. Unser Taxifahrer Bill ist der Beste. Mit dem haben wir jetzt einen ganzen Haufen Verabredungen über die nächsten Tage. Der kutschiert uns hier durch die Weltgeschichte. Aber jetzt gehen wir erstmal da rein, checken das Hotel aus und melden uns gleich wieder. Wir sind mal wieder im Fahrstuhl und was mache ich am liebsten im Fahrstuhl? Checken, ob alles passt. Yeah, passt alles. Sind auf dem besten Weg. Jetzt müssen wir stehen, aber immer noch auf der Ebene 0. Ach, muss man weil der Toni nicht auf die 2 drücken will, der denkt, der Fahrstuhl funktioniert von allein. Ich hab Hunger. Ja, und jetzt checken wir mal das Hotelzimmer. Yeah. Welcome, Mr. Daniel Harder. Na, groß ist nicht. Groß ist nicht, aber bewohnbar, will ich hoffen. Mit diesem Bett. Bett, Hello, Spiegel, Auto. Schrank, Klimaanlage, gleich mal runterdrehen. Ah. Aha, Kaffee hat's auch. Koch, okay. Was Koch hat's auch. Wunderbar. Hier überleben wir. Kriegen wir hin. Also, das erste, was wir machen müssen, ist natürlich Futter kaufen. Demnach schauen wir jetzt mal, was wir alles Gutes finden. So Leckereien. So was in die Richtung, aber das ist süß, die sind so lecker. Wenn man das nicht kennt, muss man mal essen. Ganz lecker. So, jetzt haben wir es tatsächlich mal ins Studio geschafft. Wir sind im Reebok Gym gelandet. Der Toni macht ganz fleißig Rücken. Da drüben tobt sich aus von den Maschinen. Wir haben das Training aufgeteilt, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich tue mich nur ein bisschen leer trainieren. Ich mache ein bisschen Brust, Schultern und Trizeps. Morgen früh nochmal ein bisschen Rücken, Bizeps oder so. Ja, okay, aber nicht mehr viel. Einfach nur nochmal das letzte Glykogen rausdrücken. Versuchen wir mal ein paar Ausschnitte mitzufilmen, aber ja, es wird alles. Dranbleiben. Einfach ist es kein normales Training. Es ist einfach leer. Jede Wiederholung muss rausgezwungen werden. Nee. Aber gut, 2 Tage noch. 2 Tage noch. Wird schon. Sagen. Also hier im Loop Gym ist ganz schön was geboten. 3 Etagen, Pool, mehrere Kursräume und jetzt hier ist noch irgend so Schwertkämpfer am Start. Aber sonst echt einfach gigantisch. Also
würde ja am liebsten jetzt mit der Kamera das ganze Haus rennen, damit immer alles hält, aber gut, ja. Ich würde sagen, gutes Ding. Bin ich gerade auf Schulter angekommen. Für meine Schulter noch mal eine Runde leer pumpen. Wieder im Hotelzimmer angekommen. Tag ist soweit erledigt. Toni, was sagst du? Hey Jungs, wir sind platt. Ja, was steht noch an? Rasieren, liegen, erholen, schlafen, Eiswürfel lutschen, schlafen und morgen früh geht's los. Nochmal einen Tag durchbeißen, Farbe drauf. Posen? Ja, Posen üben. Was halt so dazu gehört. Aber wird schon. Sieht okay aus. Toni ist zufrieden mit mir. Sensationell. Ich zweifle an mir wie immer, aber Toni baut mich auf. Dafür ist er dabei. Und soweit verabschieden wir uns heute eigentlich. Erster Tag in London. Abgehakt. Morgen früh gibt es Neuigkeiten. Gute Nacht.